Frühmorgens, 7:45 geht es für Nicole vom evangelischen Pflegedienst der Diakonie los. Also jede Woche. Mit dem Auto fährt die 30-Jährige täglich ihre geplante Tour. Nichts darf schief gehen, denn es warten auf sie 9 Patienten, die von ihr alle noch heute versorgt werden wollen. Die erste an diesem Morgen ist Maria Angerer und für die 91-Jährige ist das mittlerweile eine unterhaltsame Abwechslung. Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Und es gefällt Ihnen? Ja, freilich, ja. Der ambulante Pflegedienst ist oft der einzige Besuch für die alte Dame. Das sind gute Menschen. Nicole kümmert sich auch um die richtige Medikation. Man muss ja froh sein, gell, wenn es so Menschen gibt, die noch für einen da sind. Ja. Ist nicht so. Für diese Pflegeleistung muss Maria Angerer immer unterschreiben. Was muss ich machen? Immer wieder von neuem eine lästige Prozedur, doch schließlich muss die Krankenkasse abrechnen. Bis dann, ciao. Bloß keine Zeit verlieren, jetzt geht es weiter zum nächsten Patienten. Nicole arbeitet in Teilzeit. Sie hat eine 4-jährige Tochter, die während der Arbeitszeit im Kindergarten untergebracht ist. Beruf und Familie lassen sich gut vereinbaren. Jetzt ist Angelika Kranz an der Reihe. Sie leidet an Demenz und ist kaum noch selbstständig. Von den meisten Pflegebedürftigen hat Nicole einen Haustürschlüssel. So muss ihr nicht vorher erst aufgemacht werden, zumal viele ihrer Patienten kaum noch laufen können. Muss ich mich da raussetzen? Ja, sie können auch liegen bleiben. Ja. Angelika Kranz ist viele Stunden am Tag allein in ihrem Zimmer und liegt hauptsächlich im Bett. Wie geht's Ihnen denn? Na ja, nicht besonders gut. Um keine Thrombose zu bekommen, braucht sie einen Stützstrumpf. Nächste Woche soll man dann duschen, ohne Haare waschen. Einen richtigen Tagesablauf kennt die 93-Jährige nicht mehr. Nicole ist oft der einzige Besuch am Tag. Sagen Sie, wenn der Pflegedienst morgens kommt, was macht denn mit Ihnen? Waschen und duschen. Und da sind Sie froh, dass jemand Ihnen hilft dabei, ja, oder? Ja, ja. Weil so allein geht's wohl nicht mehr so das richtig. Das geht nicht mehr. Geht überhaupt nicht mehr allein. Nur noch die wenigen Fotos an der Wand sind Zeugnis von einem erfüllten Leben. Doch Zeit darüber zu erzählen gibt es kaum. Der Leistungskatalog der Pflege lasse es leider nicht zu, so Nicole, die das sehr bedauert. Frau Kranz, bis morgen früh. Und morgen komme ich so. Morgen komme ich so. Gerne würde die Krankenpflegerin noch etwas länger bleiben, doch das Zeittableau erlaubt es ihr nicht. Andere warten auch schon auf sie. Es sind aber nicht nur ganz alte Menschen, die den Pflegedienst benötigen. Joachim Schumann beispielsweise ist erst 55. Seine Diagnose Parkinson. Wie geht's heute, Herr Schumann? Eine schleichende Krankheit, die seinen Gesundheitszustand immer schlechter werden lässt. Es fing an, dass ich links hier feinmotorische Bewegungen immer schlechter machen konnte. Also ich habe zu der Zeit Cello unterrichtet, gespielt. Zunächst dachte man, das kommt durch eine Muskelverkürzung, dadurch, dass ich das Cello immer auf der Seite getragen habe. Früher war Yoshi, so sein Künstlername, ein bekannter Cellist und hatte seine eigene Band. Mittlerweile kann er gar keine Musik mehr machen und selbst Kleinigkeiten im Alltag sind für ihn alleine nicht mehr zu bewältigen. Schlägt einem dann aufs Gemüt, weil man was Bestimmtes nicht schafft. Nicht immer das Notwendigste schafft. Yoshi Schumann verlässt kaum noch die Wohnung. Nach dem Tod seiner Frau vor 12 Jahren bekam er hauptsächlich Besuch von seinen 2 erwachsenen Kindern und vom Pflegedienst. Wie oft kommt der Pflegedienst? Jeden Tag 2-mal zurzeit. Also einmal in der Früh, so wie jetzt. Waschen, frühstücken, ankleiden, soweit. Das braucht eine irrsinnige Kraft. Und Kraft hat er kaum noch. Die Krankheit zeigt ihre Spuren. Herr Schumann, ja. Eventuell bis morgen, ich weiß es nicht. Ja, ja, lass mich überraschen. Genau. Und dann einen schönen Tag noch. Ja, okay. Alles Gute. Mittlerweile ist Nicole seit über 8 Jahren in diesem Beruf. Was ist ihre tägliche Motivation? Es ist einfach schön, wenn man den Menschen helfen kann. So sieht, wie es denen geht. Jederzeit muss Nicole erreichbar sein, falls ein Notfall ist. Hallo? Zum Glück,
Es ist diesmal nichts Ernstes. Und planmäßig geht es zum nächsten Patienten. Zu Hause bei Erich Auberle. Der 73-Jährige hat seinen vierten Schlaganfall hinter sich. Heute wird er von Nicole gewaschen. Gut so? Ja. Kalkulatorisch stehen ihm ganze 10 Minuten zum Waschen zu. Mehr wird von der Pflegekasse für diese Leistung nicht bezahlt. Ich bin bald fertig. Das ist gut. Das ist das Beste. Sollte es doch länger dauern, dann geht das auf eigene Kappe des Pflegedienstes. Die Mitarbeiter müssen die verlorene Zeit dann irgendwie wieder aufholen. Ja, je mehr Leistungen man hat, umso länger kann man bei Patienten machen, arbeiten. Und je weniger Leistungen, umso schneller. Allerdings sind halt Duschen, sagen wir, 10 Minuten festgeschrieben, aber bei einem Patienten braucht man eine halbe Stunde und bei einem anderen Patienten braucht man die 10 Minuten, aber das ist dann halt einfach, muss man irgendwie kompensieren. Der ambulante Pflegedienst ist für Erich Auberle eine große Hilfe. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Prima. Würde der 73-Jährige nicht vor Ort versorgt werden, müsste er seine vertraute Umgebung verlassen. Alles Gute, Herr Auberle. Vielen Dank, Nicole, für alles. Bitte, bitte. Auch Magdalena Vogel ist froh, dass sie noch in ihrer eigenen Wohnung leben kann. Die 92-Jährige ist auf Hilfe angewiesen. Jeden Tag müssen ihre Beine gewickelt werden, denn die ältere Dame neigt zu Wassereinlagerungen und hat Krampfadern. Ich habe früher immer viel Besuch gehabt, jetzt nichts mehr. Gehen Sie noch selbst einkaufen und so? Na, kann ich nicht. Kann ich nicht, machen wir mit meiner Tochter. Ach, Ihre Tochter kommt jeden Tag vorbei? Ja, am Abend. Versorgt wird Magdalena Vogel tagsüber vom ambulanten Pflegedienst und von Essen auf Rädern. Frau Vogel, bis morgen früh. Ich danke Ihnen. Alles Gute und noch gute Besserung. Ja. Also alt wird man ja sowieso, aber ich habe Angst davor, dass ich dann mir die Pflege nicht leisten kann oder nur einmal am Tag die Windel gewechselt bekomme, weil ich einfach das Geld nicht habe, dass man dreimal am Tag gewickelt wird. Das ist die einzige Angst. Jeder von uns wird eines Tages einmal Pflege benötigen, ob im hohen Alter, bei schweren Erkrankungen oder wenn wir zum Beispiel einen Unfall hatten. Wir von der Politik sollten auf jeden Fall alles dafür tun, dass wir vernünftige Lösungen anbieten und dass die Pflege nicht in die Schieflage gerät.